Ich möchte euch begrüßen hier am Rosenfest Weggis. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, wie das Ganze entstanden ist. Vor 74 Jahren haben wir das erste Rosenfest gehabt hier in Weggis. Da sind ein paar Junggesellen, hatten keine Mädchen hier, zu wenig Mädchen in Weggis. Und dann haben sie ein Fest organisiert. Und dass das Ganze gut ankam, haben sie eine Königin gewählt und Prinzessinnen. Und so kamen sie zu Freundinnen und später vielleicht Frauen und vor allem eine Beziehung aufbauen. Und so entstand es eigentlich von den Junggesellen von Weggis. Und jetzt dieses Jahr das 74. Nächstes Jahr Jubiläum, 75. Und da wollen wir wieder ein großes Fest organisieren und noch ein bisschen attraktiver machen, aber es läuft gut. Werden diese Königinnen auch übers Jahr hinaus ganz speziell irgendwie betreut, behandelt oder haben sie Privilegien im Weggis? Also sie haben, dass sie noch die Preise bekommen haben, Wellness-Wochenende hier in Weggis und aber die sind doch schon schön. Ja, natürlich, aber sie wollen ja schön bleiben. Aha. Jawohl, und das ganze Jahr durch werden sie vom Tourismusbüro, von unserem Tourismusdirektor Dominik Keller, wenn wir einen Anlass haben in Luzern oder in Zürich, wird er sie anfragen und sie wird dann Promotion machen für Weggis, Rosendorf Weggis. Ja. Gut, herzlichen Dank. Danke schön. Danke Ihnen vielmals.